Ich würde sagen, hi und herzlich willkommen zum 30-Minuten-Talk mit Michael Behrer. Ich stelle uns mal ganz kurz vor. Michael muss man wahrscheinlich gar nicht groß vorstellen, aber ich sage es trotzdem mal. Michael ist die ehemalige Nummer 42 der ATP-Rangliste, hat gegen Spieler wie Nadal gewonnen, blickt auf 17 erfolgreiche Jahre als Tennisprofi zurück. Heute ist er als Unternehmer unterwegs. Sascha ist Journalist und schreibt für die Zeitung Die Neckarchronik. Er wird am Anfang auch ein paar Fragen an Michael stellen. Fragst, du bist Tenniscoach, Inhaber einer Tennisschule in Horb und Mitorganisator der ganzen Sache hier. Ich bin Mitko, ich bin auch Tenniscoach und wie ihr seht, ich bin hier, so, die Richtung, bin der Betreiber oder der Host vom Tennisplausch, einem Podcast über Tennis. Dann möchte ich keine Zeit verlieren und euch gleich kurz den Ablauf erläutern. Eure Mikrofone sind auf stumm geschalten, die Kameras sind aus, die könnt ihr aber selbstständig einschalten. Der Ton bleibt die ganze Zeit über dauerhaft für euch aus. Ihr könnt eure Fragen hier im Chat stellen. Ich schreibe mal ganz kurz was rein in den Chat, dann seht ihr die Nachricht, wo der Chat aufgeht und wo das ist. So, jetzt müsst ihr es beim Ballen eine Mitteilung eingegangen sein. Genau, also da könnt ihr dann eure Fragen stellen. Zuerst, wie erwähnt, wird Sascha ein kurzes Interview mit Michael führen. Ihr könnt währenddessen eure Fragen stellen. Mein Kollege Frags und ich werden die Fragen notieren und stellen sie dann im Anschluss des Interviews in eurem Namen dann. Ne? Dann möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir den Talk hier aufzeichnen und später zur freien Verfügung stellen. Es wird aber nur das Sprecherbild quasi zu sehen sein. Eure Namen und euer Bild wird nicht gezeigt. Sascha wird auch einen Artikel dazu in der Neckarchronik veröffentlichen. Also wird das Ganze hier nachzulesen und auch als Video verfügbar sein. Falls jemand eine Frage stellt und nicht will, dass wir seinen Namen erwähnen, ja, weil es ja aufgezeichnet wird, der möge bitte ihn bei seiner Frage im Chat in Klammern einfach anonym, das Wort anonym schreiben und dann stellen wir die Frage einfach ohne den Namen zu erwähnen. Dann wissen wir Bescheid. So, ich habe genug geredet. Sascha und Michael, the stage is yours. Okay, dann fangen wir an. Also Michael, das Gespräch läuft ja unter dem Titel 30 Minuten mit dem Nadal-Bezwinger. Erzähl doch mal, wie du im Jahr 2015 in Doha nach einem 1:6 Rückstand noch gegen Nadal gewinnen konntest. Ja, vielen Dank erstmal. Einen schönen guten Abend an alle. Ja, gut, es war natürlich ein Zusammenspiel von vielen glücklichen Umständen, muss man sagen. Ich hatte echt eine Top-Vorbereitung, wollte es nochmal wissen, im hohen Tennisalter von fast 35. Und habe da wirklich gefeilt und gemacht in der Vorbereitung mit meinem Team, Top Tennis und Luke Sorensen als Trainer, Alexander Schenk als Athletiktrainer und haben da echt nochmal richtig Gas gegeben, ja, im hohen Tennisalter. Ja, also 34 ist jetzt nicht so alt, aber natürlich war es schon etwas betagter. Habe nochmal einen Schlägerwechsel vorgenommen. Das war auch ziemlich spannend, vielleicht für uns Tennis-Insider, nach, ich glaube, 14 Jahren mit demselben Modell auf ein anderes gewechselt. Und dann habe ich eine super Quali gespielt in Doha und war ich gut drauf, habe ihn mir selber gezogen in der Qualifikation, nach der Qualifikation Nadal, fand es mega geil, ja, auf dem Center Court hier hinter mir, da war das, genau das ist das Bild davon. Und ja, 1-6 habe ich so gedacht, oh mein Gott, Mann, der lässt mich runter. Aber ich habe irgendwie gedacht, Mensch, irgendwie bin ich gut drauf, da geht doch was. Und dann plötzlich hab ich es gespürt und habe gemerkt, wie er auch struggled, ja, und die Körpersprache war gut. Mein mentaler Zustand war auch gut und das war auch so wirklich, ich habe dann wirklich gedacht, so Mitte des zweiten Satzes, hey, den kannst du heute echt packen. Ja, war mega. Okay, gut. Dann jetzt steht ja nicht nur die Welt, sondern auch der Tennissport still wegen der Corona-Krise. Was vermisst du jetzt in der Zeit am meisten? Ja, ganz klar, einfach den Ball, das Spielen, ja, einfach dieses Gefühl, den satten Schlag zu haben. Das ist schon echt tough. Also ich vertreibe mir meine Zeit jetzt mit viel Laufen und natürlich meinen Stabi-Einheiten. Und ich bin jetzt auch nach ein paar Gesprächen mit ein paar Tennis-Insidern, mit dem Jan de Witt zum Beispiel, habe ich vorgestern telefoniert, auch zu einem interessanten Schluss gekommen, wo ich eigentlich erstmal den Input von den Top-Trainern und auch den Top-Athleten gebraucht habe. Wir dürfen alle nicht jetzt verrückt werden, ja? Man verlernt Tennis spielen nicht.
Da war auch immer die Befürchtung, oh Gott, wie wird es aussehen, wenn wir dann wieder nach so vielen Wochen auf den Platz gehen. Aber ich glaube, wir sind in 3-4 Wochen sind wir wieder voll drin. Und jetzt ist es voll mega Hype, Tennis at Home und alle machen sich mega verrückt. Aber selbst die Top-Profis spielen, wenn sie überhaupt spielen dürfen, ja, in manchen Ländern darf man, auch nicht übertrieben viel, weil sonst, du weißt ja nicht, wann du wieder loslegen kannst. Mhm. Also, aber mir geht es auf jeden Fall, also mir fehlt der Tennisball. Ich spiele mit meinen Kindern im Garten Tennis, ich habe immer einen Schläger im Büro, wenn ich als Unternehmenscoach muss ich natürlich auch jetzt Videokonferenz, aber ich habe meinen Schläger immer in der Hand und muss das Gefühl immer wieder haben. Ja. Also fehlt mir sehr, wie wahrscheinlich allen hier, die zuhören. Mhm. Aber dann kannst du aber der Krise auch noch irgendwas Gutes abgewinnen? Ja, gut, man merkt einfach, wenn man was wirklich vermisst, dann liebt man es auch. Also das ist ja auch spannend, man sieht ja auch kein Live-Tennis im Fernsehen. Ja. Ich bin ja dann auch mal auf Tennis-TV und schaue mir die ganzen Ergebnisse aus. An gibt es auch nicht. Und jetzt sieht man mal wieder so Legend-Matches auf Tennis-TV oder bei Instagram kommen immer wieder ganz tolle Posts von so legendären Matches. Gestern habe ich irgendwie Erik Jehlen und Boris Becker im Davis Cup gegen die Schweden Ausschnitte gesehen. Ja, da schlägt mein Herz dann auch höher. Ja. Da muss man sich halt das Beste draus machen. Ja. Okay. Und jetzt ist aber für die Tennisprofis auch viel Selbstdisziplin gefragt, um nicht einfach so in den Tag hineinzuleben. Welche Tipps hast du für die, damit die Profis nicht jetzt außer Form geraten? Ich glaube, das ist jetzt spannend. Das Tolle ist jetzt, wir sitzen jetzt als Tennisspieler alle in einem Boot sozusagen. Wenn wir in Deutschland leben, können wir nicht auf dem Platz. Die Profis dürfen es jetzt irgendwann mal wieder. Aber ich glaube, dieses neue Routinen erlernen ist schon echt was Spannendes. Weil davor war ja normalerweise bei uns das relativ geregelt. Wir hatten die, wo jetzt nicht Profis waren, hatten einen Job, sind dahin und haben dann eben zu einer festen Stunde Tennis gespielt. Und jetzt darf man vielleicht auch nicht mehr zur Arbeit, muss im Homeoffice sein. Und ich glaube, man muss sich ganz neu erfinden, dass man einfach, wie du sagst, nicht in den Tag reinlebt. Ich merke es ja selber, bei mir war normal mein Tag getaktet. Ich stehe um 6.20 Uhr auf und dann geht es entweder ins Büro oder zu meinem Auftraggeber und dann kann ich in den Tag irgendwann noch Tennis oder Sport einbauen. Ja, jetzt habe ich das nicht. Jetzt könnte man natürlich lang schlafen, die Kinder sind ja auch daheim. Ich glaube, genau das sollte man nicht tun. Also, und weiterhin einfach die Grundlagen beibehalten. Das ist, glaube ich, das, was wir machen können. Stabi-Übungen und so weiter, dass halt dann die Verletzungsanfälligkeit nicht so hoch ist. Okay. Ende der vergangenen Woche hat der DTB jetzt ja die erste Herren-Bundesliga auch abgesagt. Die Damen waren ja davor schon gestrichen. Was bedeutet das jetzt für die Spieler, dass sie, weil die haben ja auch in der Bundesliga, holen sie auch ihr Geld, damit sie finanziell über die Runden kommen. Das fällt alles weg. Was ist das für Auswirkungen? Boah, das ist echt, also das ist wirklich, das wird jetzt noch seine Kreise ziehen. Es wird existenziell für ganz viele Spieler jetzt extrem schwierig. Ne? Also die Bundesliga ist normal etwas, wo man sicher einen bestimmten Betrag an Geld sozusagen einfahren kann als Profi. Und das brauchen auch Profis, die so zwischen 60 und 200 sind, sehr dringend. Ja? Da denkt man immer, ja, die verdienen ja alle sehr viel Geld. Die verdienen, wenn sie gut spielen, viel Geld. Aber das garantierte Bundesliga-Einkommen ist schon eine Stütze. Und wenn das wegfällt, das ist wirklich, kann man sagen, existenzbedrohend. Mhm. Also ist schon bitter. Und natürlich ist auch ein bisschen so die Motivation. Ne? Wenn wir nicht wissen, wann wir spielen, ist es natürlich extrem schwierig. Eine Verletzung ist immer was anderes. Eine Verletzung ist, da weiß ich, okay, ich bin verletzt, aber dann geht es ja wieder weiter. Jetzt weiß ich ja gar nicht, wann es weitergeht. Also da auch die Motivation beizubehalten, die Dinge, die zu tun sind, zu machen, da braucht man mentale Stärke, würde ich schon sagen. Und dann kannst du auch mal jetzt aus deiner Sicht nochmal erzählen, wie hoch so die monatlichen Ausgaben sind für einen Spieler, wenn er jetzt auf Tour ist für Trainer, Physiotherapeut und Hotels. Also was kommt da im Durchschnitt so zusammen? Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Ich habe es mir dann so ab einem gewissen Punkt in meiner Karriere natürlich bei den Reisen auch relativ gemütlich machen wollen und wollte meine Trainer natürlich dann auch nicht irgendwo weiter hinten sitzen lassen. Das kommt, ja, du, also wenn du nach Australien fliegst, kannst dann Fixkosten ja schon 10.000 Euro rechnen. Weil allein die Flüge, Minimum 3.500 Euro für dich, dein Trainer, die Hotels sind auch sehr, sehr teuer. Dann kommt das Gehalt von dem Trainer. Also muss schon performen. Ne? Und jetzt ist natürlich spannend, der Trainer wird ja auch bezahlt von dem Spieler, wenn man zu Hause ist und trainiert in der Regel. Kann er ja jetzt aber normal nicht mehr. Also da hängen sehr viele Rattenschwänze dran. Und ja,
Also das ist, unser Tennissport leidet im Moment tatsächlich sehr. Und du glaubst denn aber auch, dass da einige Spieler auf der Strecke bleiben werden? Ja, mag ich jetzt schwer einschätzen. Was heißt auf der Strecke bleiben? Das ist ja ihr Beruf. Sie müssen halt so lange jetzt die Zeit in irgendeiner Form überbrücken. Aber es ist ihr Beruf. Also wenn es wieder losgeht, werden sie wieder loslegen. Nur die Frage ist, was machen sie in der Zwischenzeit? Wie können sie da ihre Fixkosten, ihre Verbindlichkeiten bedienen? Finanziell bleiben sie sicherlich auf der Strecke. Und da machen sich ja aber auch die ATP, die ITF und der Deutsche Tennisbund ihre Gedanken, wie es mit den Profis jetzt weitergeht. Da haben wir zum Glück jetzt gute Leute bei den ganzen, beim DTB, bei der ITF und bei der ATP, die normalerweise jetzt auch einen Weg suchen, der nicht einfach ist. Und die Georgierin Sofia Shapatava hat ja eine Petition gestartet und wirbt dafür, dass die besser verdienenden Spieler den anderen helfen und damit schon 1300 Spieler das unterschrieben. Was hältst du von so einer Möglichkeit? Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, ja. Das ist immer eine Abwägungssache. Ich sage immer, ein Sportprofi hat eine begrenzte Zeit von der Karriere. Da, wo die anderen Karrieren so richtig starten, da hören unsere Karrieren auf. Meine war mit 36, hat meine aufgehört. Und bis dahin sollte man natürlich so viel Geld verdienen wie möglich, um in den nächsten Lebensabschnitt zu starten. Und da ist das natürlich, ja, ist eine schwierige Abwägung. Wo startet man denn da? Wann gibt wer ab? Also klar, ein Nadal, ein Federer, ein Djokovic oder Murray tut es nicht so weh, was abzugeben. Aber einer, der 25 steht, der auch viele Ausgaben hat, dem tut es natürlich vielleicht dann auch weh. Also das ist eine tricky question. Da bin ich jetzt froh, dass ich die jetzt nicht beantworten muss. Und unsere Tennis-Queen Angelique Kerber will ja sogar ohne Zuschauer spielen, wie beim Fußball. Dann ist ja kein Anfeuern, kein Klatschen. Geht da nicht auch ein bisschen die Emotion des Spiels dann verloren? Ja, das ist halt immer die Frage, was das auch von Spielertyp ist. Ja? Manche sind da relativ emotionsfrei. Ich fand das eigentlich immer mega wichtig. Egal, wenn auch nur drei Leute da saßen, du bist ja irgendwie auch Entertainer. Du musst den Leuten ja was bieten. Ja? Und es würde natürlich fehlen, aber Mittel zum Zweck, wenn es anders nicht geht und wenn es so gehen würde, ist wahrscheinlich das noch die bessere Alternative, dass man dann halt über andere Kanäle des Tennis weiterbringt. Dass man halt auch mal über Instagram Live oder Facebook Live dann so Matches überträgt. Und dann ist es halt ein Apfel, in den man beißen muss. Aber im Moment weiß ich, wie nah wir da dran sind, dass wir überhaupt mal ein Turnier wieder sehen. Von daher habe ich, glaube ich, ist eine Option auf jeden Fall. Aber aus psychologischer Sicht jetzt, wie müsste sich ein Profi da jetzt anders auf so ein Match vorbereiten, wenn er weiß, da ist ja gar keine Zuschauer da? Ich glaub, das wäre das kleinste Problem. Also wenn da keine Zuschauer da sind, dann kann das ein Profi normalerweise relativ schnell von seinem Fokussierungslevel anpassen. Also es ist ja manchmal sogar schwieriger, wenn du dann nur wenn ich irgendwo beim Turnier in der ersten Runde gespielt habe, ein großes Stadion und da war das nur drei Viertel oder zwei, ein Drittel voll, das ist ja dann auch nicht so einfach. Ja, dann ist es ja irgendwie auch trist. Und wenn man vorher weiß, okay, da ist jetzt heute keiner, ja, come on, dann kriegen das die Jungs hin, bin ich sicher. Okay. Im Moment werden ja auch eher noch jetzt die Turniere abgesagt oder verschoben. Wimbledon ist abgesagt. Die French Open haben sie jetzt in Herbst rein verlegt. Da ist ja eigentlich dann schon die Hartplatzsaison. Gab jetzt auch ein bisschen Unmut von den Spielern. Was hältst du davon, das jetzt da mitten in die Hartplatzsaison reinzuschieben? Ja, das sind halt die French Open. Ja. Ein Grand Slam versucht, dass sein Turnier über die Bühne geht und ja, macht dann, vielleicht war das jetzt nicht die beste Entscheidung, aber da kann ich mich gar nicht dazu äußern. Ich war im Player Council und es gibt immer diese Interessenskonflikte, aber die sagen für sich, hey, wir wollen das machen, ja. Ob das jetzt korrekt war, das ist schwierig, aber ja, es geht darum, dass wir erstmal wieder spielen können. Und die Themen, glaube ich, wer weiß, ob man in Paris dann im September spielen kann. Da gibt es noch gutes Wetter, der Toni Nadal hat das Gleiche gesagt, die schauen nach sich und die haben das Standing. Ich meine, wir können froh sein, wenn das Grand Slam stattfinden würde, auch wenn es ein gepackter Zeitraum dann wäre und andere Turniere gegebenenfalls dann auch darunter leiden. Das ist natürlich auch immer schwierig, weil gerade die kleineren Turniere ja
viele Verpflichtungen haben. Okay. Ja. Na, der Punktspielbetrieb bei den Amateuren hat sich jetzt ja auch schon nach hinten verschoben. Und jetzt, um überhaupt in England spielen zu können, gibt es Überlegungen, halt den Handcheck nach dem Match wegzulassen und dass man mit eigenen gekennzeichneten Bällen da spielt. Kannst du dir vorstellen, dass so ein Match denkbar ist, dass man da seine eigenen Bälle sucht, die gekennzeichnet sind, damit man die Viren dann nicht von den Bällen kriegt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es praktikabel ist. Ich meine, natürlich ist es immer wieder schwierig, irgendjemand muss es verantworten, aber das kann doch schon funktionieren, auch dass man da miteinander trainiert, wenn man weiß, okay, wir übernehmen die Verantwortung, wir beide fühlen uns gesund, wir nehmen unsere Bälle und dann gehen wir danach gleich wieder raus vom Tenniscourt, wir duschen dort nicht. Das könnte vielleicht eine realistische Möglichkeit sein. Also wenn es beim Sport geht, dann wahrscheinlich beim Tennis. Also da bin ich schon positiv. Und ja, mit den Medenspielen, ich meine, es geht natürlich auch um viel Geld, ist auch klar, für die Verbände. Und es geht natürlich auch für uns Tennisspieler, hey komm, das ist doch das, worauf wir uns richtig freuen, ja, die Battles, die Medenspiele mit der Mannschaft. Und es wäre natürlich sehr traurig, wenn das wegfällt. Also mir wird es auch fehlen. Also ich spiele ja jetzt noch in der Regionalliga als alter Herr bei den Jungen mit. Das fehlt mir schon, ja, also... Da möchte ich jetzt noch gar nicht dran denken, dass es komplett abgesagt wird, wobei es danach aussieht. Ja, ja, echt schade. Gut, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Wenn die Profis dann irgendwann auf den Court zurückkommen, haben die jetzt ja schon eine lange Pause gehabt, keine Matches gespielt. Glaubst du, dass das Niveau dann am Anfang doch etwas schlechter sein wird als vorher? Naja, das ist jetzt eine Frage, wo ich jetzt ein bisschen anders drauf schaue, weil wir haben ja bis jetzt, die ersten Turniere können ja erst irgendwann offiziell Juli stattfinden. Jetzt haben wir April. Und so ein Profi, der darf davor dann sicherlich trainieren. Und ich bin davon überzeugt, dass man 3-4 Wochen braucht, um wieder auf einem gewissen Level zu sein als Profi, der das im Blut hat. Und deswegen, ich glaube, dass wir da am Anfang vielleicht ein paar komische Matches vielleicht sehen werden, aber die werden schnell wieder reinkommen. Das ist eigentlich eher wie so eine längere Pause nach der Saison, die dann halt mal durch eine Verletzung noch verlängert wird. Und da sind die ersten 2-3 Matches auch ein bisschen holprig und dann wird es wieder. Also ein Profi kann das schon. Und auch ein ambitionierter Hobbyspieler, wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Es wird am Anfang halt ein bisschen wehtun. Man wird ein bisschen in die ersten Trainingszeit ein bisschen schön so Muskelkater haben. Aber dann geht es wieder. Also da würde ich mir keine großen Sorgen machen. 3-4 Wochen, würde ich sagen. Hat mir auch der Jan de Witt bestätigt im Telefonat, einer der besten Trainer, die es gibt auf der Welt. Und also ich bin da auch voll d'accord. Das geht. Alles klar. Gut, dann sind wir fertig. Dann danke ich fürs Gespräch und dann übergebe ich wieder. Vielen Dank. Super. Herzlichen Dank. Fred, willst du gleich die erste Frage übernehmen? Ja, mache ich gerne. Hört ihr mich? Du hast mich super, drauf, also, Mitko? Okay. Ich höre dich, ja. Ich höre mich auch, wunderbar. die erste Frage kam von Benedikt. Benedikt Klenke ist Trainer in Wetter, das ist im Ruhrgebiet bei Gelsenkirchen. Wir haben vor kurzem erst telefoniert, ein super spannendes Gespräch. Und der Benedikt fragt Michael, wie merkst du, ob einer eine Hochbegabung hat und welche Auswirkungen hat das dann auf dein Training, wenn du mit ihm trainieren würdest? Er meint da vor allem den Bereich des Mentaltrainings, was das für das Mentaltraining dann wahrscheinlich bedeuten würde. Naja, gut, das Gute ist ja, dass ich kein Tennistrainer bin. Da seid ihr die Fachleute. Das würde ich mir nicht anmaßen, dass ich da eine extrem hohe Kompetenz habe, weil das ist schon auch ein besonderer Beruf, den muss man auch lernen. Beim Mentalen, glaube ich, kann man schon sehen, wie ist denn eigentlich so diese Einstellung, ja, die intrinsische Motivation, weil da gibt es ja schon Unterschiede. Ja? Wie läuft so ein Spieler rein? Macht der von sich aus die ganzen Dinge? Ist der früh da? Brennt der? Ich glaube, das sind so für mich eher Trigger. Talent ist, finde ich, schwierig. Also Tennis, für mich ist Talent im Tennis sehr, sehr wichtig. Aber wie der Benedikt sagt, ich glaube, diese mentalen Stärken sind viel entscheidender, wenn man jetzt davon spricht, dass einer mal Profi werden möchte. Das ist für mich so, es gibt ja diesen Spruch, hard work beats talent, if talent doesn't work hard. Und ich glaube, der ist ganz entscheidend. Also wie bereit ist der Jugendliche eigentlich, über diese Komfortzone rauszugehen? Und das spürt man ja, glaube ich, als Trainer relativ schnell. Muss ich den immer antreiben oder fordert der mich? Und das wären für mich Trigger, auf die ich achten würde. Ja?
Weil wenn jedes Mal der Papa oder die Mama den sozusagen dahin schleifen muss und ihm sozusagen, hier, wenn du jetzt vollen Einsatz zeigst, kriegst du 10 Euro, dann lass mir die 10 Euro mal weg und dann trainiert er nicht mehr voll, dann wissen wir genau, wo ist die Motivation her. Ich glaube, da im jungen Alter eher drauf schauen. Und ich weiß nicht, ob das die Frage so beantwortet, Benedikt. Du kannst vielleicht nochmal dann tiefer gehen. Das wäre jetzt so, wie ich drauf schauen würde. Also gar nicht so sehr nach dem Sporttalent schauen, sondern nach, oder dem Tennistalent, sondern eher nach so der Einstellung. Das wäre so mein erster Blick. Okay, dann würde ich die nächste Frage gleich nehmen von Chris und seinem Trainer in der Tennisschule von Frerks. Ihn würde es interessieren, was du empfiehlst bei Trainingsteilnehmern, die Spaß haben beim Training, aber den Leistungssport nicht im Kopf haben. Ich weiß jetzt nicht so genau, worauf er hinaus will, aber ich glaube, er fragt, was du empfiehlst, wenn jemand nicht so den Leistungsgedanken im Kopf hat. Da haben wir doch eigentlich einen perfekten Kunden, weil ich finde, beim Tennis geht es immer um Spaß. Also bei mir war das auch so. Also in 17 Jahren, ich hatte echt jeden Tag Spaß und Bock, auf den Platz zu gehen. Ja? Und das ist doch das Schönste. Ob man Leistungsspieler wird, Profi wird oder in einer hohen Liga, eine hohe LK, ist das bei mir immer, finde ich, dann der letzte Punkt. Ja? Das ist doch das Schönste, wenn man Leute hat, die Spaß haben. Und wenn die dann sagen, nee, aber Wettbewerb, den möchte ich nicht, dann wäre das jetzt für mich jetzt als Außenstehender in Ordnung. Wenn natürlich der Trainer sagt, hey, aber wir haben ja einen Tennisclub und eine Tennisakademie, wir wollen unsere Mannschaften füllen, dann mal vielleicht schauen, vielleicht kann man da diesen Spaßfaktor auch in so eine Medenspielrunde reinbringen, indem man eine coole Mannschaft ist und das Ganze eben mit diesem Spaß auch sozusagen ausführt. Also, sehr schön. Das wäre jetzt mein Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig interpretiert habe. Ihr schreibt nochmal rein, wenn nicht, bitte. Ja. Okay, ich habe dann eine Frage vom John. John ist der von am weitesten weg kommt, könnte man sagen, wenn wir zusammensitzen würden. Er ist Tenniscoach auf Mallorca und er weist auf diese Studien von Greg O'Shaughnessy hin, der ja gesagt hat, die Ballwechsel werden immer kürzer. So im Schnitt geht so ein Ballwechsel nur noch viermal hin und her und dann ist der Ballwechsel eigentlich zu Ende. Und er fragt halt, ob das auch für den Amateurbereich gilt. Ob man dann auch schon im Amateurbereich deutlich weniger den Fokus auf lange Rallyes legen sollte. Mir ist die Studie durchaus bekannt. Und das ist ein Riesenthema, das ich auch immer wieder mit Nachwuchsspielern habe. Natürlich bin ich immer wieder auch mit Spielern zusammen. Ja, und auch gerade hier in Württemberg mit den Spitzenspielern. Das ist eine gute Studie und die zeigt, wie viele Shots man wirklich macht. Aber man muss trotzdem in der Lage sein, den Ball 40 Mal hin und her zu spielen. Und das ist für mich manchmal, ich sage es nicht böse, aber ein Albtraum, dass ich Jugendliche habe, die wirklich auch ambitioniert sind, die es nicht schaffen, den Ball einfach 40 Mal durch die Mitte zu spielen. Und das ist wirklich eine Grundlage. Ich habe da mit Magnus Norman auch lange gesprochen und das ist das Grundprinzip unseres Tennis. Und da kann sein, dass im Match der Ballwechsel nur 4 Punkte besteht. Aber gerade auch im Hobbybereich, wenn wir es nicht schaffen, den Ball so auf den anderen Platz zu spielen, lang mit einer gewissen Grundhöhe, dann wird man keine Matches gewinnen. Und das muss erstmal passen. Vor allem muss das erstmal passen. Und das ist immer wieder dasselbe, wo ich auch schon öfters gesagt habe, die Jugendlichen und wir alle schauen uns die Highlights an, wenn wir das andere nicht konsumieren wollen. Ja? Aber die Highlights ist nicht Tennis. Tennis ist 100 Mal, wenn es sein muss, durch die Mitte und eine Lösung zu finden. Weil ich werde keinen Fehler machen. Also gegen die Jungs, ich mache keinen Fehler, der nicht sein muss. Und ich kriege auch noch einige Bälle. Also muss ich in der Lage sein, von mir aus 30 Mal über Cross zu gehen oder zweimal Cross, einmal Longline. Das muss ich halt drauf haben. Und da kann die Studie kann schon stimmen. Und das ist im Profibereich tatsächlich so. Aber die Grundlage muss immer da sein. Also ich muss in der Lage sein, oft den Ball rüber zu spielen. Und das muss ich im Training üben. Anders geht es nicht. Also, und gerade im Hobbybereich, ja. Wenn ich wenig Fehler mache, komme ich weiter, bin ich sicher. Okay. Wir haben noch einen Nachtrag von Benedikt. Benedikt, ja.
Genau, er meinte Menschen mit Hochbegabung, also Hochsensibilität, die du jetzt coachst in deinem jetzigen beruflichen Bereich. Okay. Habe ich jetzt Hochbegabte, habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe viele Ingenieure, die auch in einer gewissen Form sehr hochbegabt sind, die aber da ein bisschen anders zu greifen sind, weil sie eher rational denkende Menschen sind. Und ich versuche ein bisschen die Emotionen dann reinzubringen und wirken zu lassen. Aber das muss ich mir nochmal genau erklären, in welcher Form, also wie man die dann greifen soll, diese Hochbegabten. Wahrscheinlich meint er das so, ja. Ja. Vielleicht schreibt er, vielleicht meldet er sich nochmal. Genau, gehen wir nachher nochmal. Kann man dann nochmal einen Nachtrag. Franks, du hattest noch eine Frage per E-Mail reinbekommen. Oh ja, genau. Eine Frage von Kai Interstroh, der heute Abend leider keine Zeit hat. Der spielt beim TV Markwasen-Reutlingen, hat früher auch bei uns in Detting gespielt. Und der fragt, Michael, als du auf der Tour warst, mit den anderen Profis zusammen, waren das dann eher Freundschaften oder gibt es da auch sowas wie eine Neidgesellschaft, dann, wo man das dann auch mit Missgunst beobachtet hat, was der andere an Erfolgen hat? Ja, teils ist ein bisschen so bei uns drin auch so in der deutschen Mentalität so ein bisschen, wo ich mich auch selber öfters mal erwischt habe, muss ich ehrlich sagen, vielleicht so ein bisschen Neid oder nicht, ja, Eifersucht, war dumm, habe ich dann irgendwann auch für mich dann abgestellt und auch gerade jetzt nach der Karriere echt einen ganz anderen Blickwinkel drauf, weil ja, ich habe mit dem Andy Beck, Nummer 33 der Welt, jeden Tag trainiert und da war immer so eine Rivalität da, die war gut, wir haben uns hochgepusht, aber die war too much. Das war vor allem von meiner Seite aus nicht gut. Das würde ich heute anders machen, würde ich auch immer dieses Gemeinschaftsgefühl mehr pushen, ja. Und man hat auf der Tour wirklich auch Leute, mit denen man gut zurechtkommt. Und in der Regel sind alle okay, aber es gibt natürlich auch ein paar, wie im Nebenbereich, ein paar Vollidioten. Aber um die machst du halt einen Bogen, mit denen, die musst du halt manchmal auf den Platz bekriegen. Und da wird dann da geht es dann ab. Aber ja, in der Regel sind die alle okay. Aber natürlich schaut jeder nach sich selber. Aber ich hatte einige, wo ich echt gut zurechtgekommen bin, mit denen ich auch gerne Abendessen gegangen bin und meine Zeit verbracht habe. Okay. Aber wie gesagt, ich habe mich ein bisschen mehr dann abgesondert, habe mein Studium nebenher gemacht, das hat mir gut getan. Das war für mich sehr hilfreich dann. Ja. Ja. Gerade eben ist noch eine Frage reinkommen, beziehungsweise regnet es jetzt gerade Fragen rein. Und zwar, wir können ja auch noch ein bisschen verlängern. Ja, leider erlaubt es Zoom nicht. Also wir haben noch, okay. Wir haben noch gute 6 okay. Minuten. Also, wie schätzt du den Unterschied zwischen Amateur- und Profi-Ebene im Tennis ein, gerade im Vergleich zum enormen Gefälle im Fußball? Ja, da gibt es natürlich auch einen enormen Unterschied. Ne? Also, ist klar, ein Profi, der richtet sein komplettes Leben nach dem Sport aus, der trainiert normalerweise 3-mal am Tag Sport, Tennis, 2-mal Tennis, 1-mal Athletik. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Professionalisierung und das sind krasse Unterschiede. Tennis ist natürlich auch ein technischer Sport, das heißt, da kann natürlich auch ein guter Amateur den Spieler schon nochmal ärgern, denke ich, noch mehr wie beim Fußball, glaube ich. Also da ist das Gefälle wahrscheinlich noch enormer, aber es ist schon natürlich ganz krass. Also jetzt ein Profi in vollem Saft, da hat es einen Amateur-Tennisspieler, der jetzt mal nicht den Background hat, natürlich schon schwer. Allein schon wegen den Wiederholungszahlen. Ne? Also ein Profi schlägt halt so und so viel 1000 Vorhände. Ja, das kann jemand, der im Berufsleben steht oder gerade noch aktiver Schüler ist, das kann er gar nicht ableisten. Ja. Aber es gibt ja immer ein paar Mittel, wie man so auch so einen Profi ärgern kann. Ja? Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber es ist schwierig. Das ist ganz klar. Okay. Würde mir auch nicht anmaßen, dass ich heute noch gegen einen Alexander Zverev mithalten könnte. Also das würde nicht gehen. No way. Okay. John, unser Trainer von Mallorca, hat nochmal eine Frage, die konkret dann auch was mit dem Training zu tun hat. Und zwar geht es um das Thema Spieleröffnung. Er fragt, es gibt ja unter anderem die Muster Aufschlag plus 1 oder Aufschlag plus 2 und so weiter. Inwieweit planst du deinen Punkt, deine Taktik für den jeweiligen Ballwechsel? Super, super Frage. Ich hab immer um diese Klarheit eben reinzubekommen, um mein Unterbewusstsein zu überlisten,
hatte ich immer, mein Gameplan war, wenn ich Aufschlag hatte, war Aufschlag, wohin? Also wohin serviere ich und wohin wird er returnieren und was mache ich mit dem Ball? Also das war Aufschlag, Return, drei Schläge sozusagen. Das war immer mein Gameplan. Also ganz klar. Also wenn ich zum Beispiel gegen Nadal gespielt habe, da war für mich klar, wenn ich Körperrückhand serviert, dann wird er zu 90% durch die Mitte auf meine Rückhand spielen. Das war einfach so. Und damit konnte ich natürlich arbeiten, habe mir vorgenommen, dann Vorhand und dann offene Ecke. Und das war für mich, also ich habe immer diese drei Schläge im Kopf gehabt. Kam natürlich dann auch nicht immer so, also es läuft natürlich auch nicht, der Return kommt dann nicht immer so, wie ich will. Aber das war so mein Plan. Beim Aufschlagspiel und beim Returnspiel war eigentlich nur also der Return für mich. Wohin könnte er servieren? Da intuitiv und dann einfach schauen, ein Aim suchen für den Return. Und dann alles andere dann in immer intuitiv. Da waren es zwei sozusagen, zwei Schläge. Cool. Ja. Hier kommt jetzt noch eine Frage rein. Ah ja. Hast du auch mal dreckig gespielt? So wie etwa Brad Gilbert, nur dreckig gespielt. Also ich habe eigentlich nur dreckig gespielt, aber jetzt nicht wie Brad Gilbert, den Kollegen kenne ich auch gut. Der war auch cool, aber ich glaube nicht, dass ich so ein Schmutziger war. Aber dreckig vom Spiel her war ich schon. Also ich habe ja keine Big Shots gehabt. Ich musste ja immer Tempowechsel, Slice, hoch, langsam. Ich habe viel mit langsameren Bällen, kürzeren Bällen gearbeitet, dann wieder lang, hoch. Und dann bin ich plötzlich vorgestochen. Also das war schon, also mein Spiel war schmutzig, dreckig. Ich glaube jetzt nicht, dass ich, viele haben mich bestimmt auch nicht mögen, weil ich halt immer gepusht habe. Und ich konnte auch ein unangenehmer Typ sein auf dem Platz. Ja. Aber ich glaube, in der Regel war ich eher spielerisch dreckig. Hoffentlich. Okay. Es kommen keine Fragen mehr. Ich hätte noch eine ganz kurze Frage. Wir haben noch 2 Minuten und 30 Sekunden. Hast du mit Visualisierungen gearbeitet? Also, weißt du, was ich meine? Wenn du zum Beispiel den Aufschlag schlägst und du siehst schon, wie du den Ball schlägst und wohin der geht, kurz bevor du den Schlag ausführst. Immer. Ja, also immer. Sehr oft. Ja, also das ist gerade beim Aufschlagtraining für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Und natürlich auch in den Matches. Also wenn du dir vorher vorstellst, das ist ja auch im Coaching so, ja, was muss denn passieren, dass das für dich heute ein Erfolg war, ja, zum Beispiel. Kannst du es beim Tennis auch machen. Also dir vorstellen, wie der Aufschlag jetzt durch die Mitte reinfährt und er nicht mehr rankommt. Das ist schon eine gute Methodik, um da einfach auch nochmal so dieses Visualisieren und bei allen Schlägen auch immer wieder das Visualisieren. Das habe ich oft auch trocken einfach die Bälle geschlagen. Das hat mir schon viel geholfen. Ja. Sehr gut. Top. Wir sind am Ende angekommen. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei euch bedanken für eure Zeit. Micha, ganz speziell bei dir. Frex, Sascha, sehr schön, danke. Es war ein super Talk, ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen. Ich hoffe, ihr auch. Solche Veranstaltungen via Zoom werden wir in nächster Zeit öfter organisieren. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Lest die Neckar-Chronik, hört Tennisplausch, bleibt fit und gesund. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, bevor Zoom uns rausschmeißt. Danke, Anna. Macht's gut. Tschüss in die Runde. Vielen Dank, Michael. War mega cool. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.